6.36 Uhr, guten Morgen. Meinst du nicht, oder was? Die haben gestern nicht gehustet. Jetzt fängt die an damit. Das ist doch psychosomatisch. Hör doch auf, ey. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nur keinen Bock. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich denn irgendjemanden abholen lasse aus der Schule. Katharinas Mutter hat mir auch gestern noch mal so ein Infoblatt geschickt, wo drauf steht, wann die Kinder in die Schule sollen und wann nicht. Ja. Schnupfen, kein Fieber, Schule. Und Husten? Mit Husten. Kein Fieber, Schnupfen, Husten, Schule. Es ist verwirrend, weil ja auch jede Schule so ein bisschen anders reagiert. Und ich weiß, wenn ich angerufen werde, dann, oder wir angerufen werden. Ich finde... Dann möchte ich, ja, ich fahre die. Mir ist das völlig egal. Ich meine, naja, bei einem bin ich mir ehrlich gesagt auch unsicher. Ich hab dir aber einen hingelegt. Auf dem Bett? Ihre Schlippers sind alle. Ich finde aber wenigstens, du musst zur Schule gehen. Dann nehme ich sie mit. Wenn schon, denn schon. Fahre ich beide. Ach, wer weiß, ja, das ist das Problem. Na gut, okay. Ich weiß auch nicht. Die Frage stellen. Also einfach. Mom? Ja. Jo! Ah. Fahren wir mal. Na denn, auf. Piep. Jetzt freut man sich wieder über Wärme. Ja, seid ihr mir so, oh mein Gott, mach kühl, kühl. Und jetzt ist wieder Wärme. Die Zeit ist wieder so weit, dass man sich freut, dass das Auto auch heizt. Ja. Wie war das nur früher mit diesen Motorkutschen? Oder mit Kutschen überhaupt? Das ist, naja, dass du so einen Reiseofen gehabt oder so. Toll, ja, ja. Reiseofen hast du da gehabt. Oh, das war nie so angenehm. Gut, Geld habe ich vergessen auf alle Fälle. Dann geht es doch nicht zur BSR fahren. Jetzt fahre ich dann morgen zur BSR. Ohne Geld geht es nicht. Die wollen Geld haben dafür. Ach ja. Tata! Tatata! Oh. Guten Morgen, liebe Leute! Guten Morgen im Laden! Wir haben lange überlegt, die Kiddies in die Schule zu bringen, weil wir nämlich eigentlich, also ich habe keine Lust darauf, die Kiddies abzuholen aus der Schule. Wieder bloß, weil irgendein Lehrer doch zu doll hustet, das eine Kind, oder zu doll die Nase schnieft oder irgendwas. Andererseits können wir sie nicht die ganze Zeit zu Hause lassen. Das geht einfach nicht und das ist auch nicht Sinn der Sache. Und es war noch nie so, dass man wegen Schnupfen oder so zu Hause bleiben muss. Und dann sollen die gar nicht erst so anfangen, ja, dass man sich wegen jedem Furz, wegen einmal Husten krank schreiben lässt oder so ein Quatsch, ja, was ja gerne mal gemacht wird und üblich war, so eine Zeit lang, ja, auch wenn man dann später arbeiten geht, dass, oh, ich habe böse Halskratzen, ich bleib mal zu Hause, heute ist Montag oder so. Nee, die Einstellung geht bei mir ja nicht. Und deswegen haben wir sie einfach in die Schule geschickt. Alles hat sich aber auch nochmal erkundigt und bei den Lehrern nachgefragt, ist alles in Ordnung. Es gibt einige Eltern, die da ein bisschen was dagegen haben, so, naja, da weiß man ja nicht genau und so. Aber Schluss und letztendlich ist es doch so, dass die Ärzte Malis ja nicht mal sehen wollen mit den Kindern. Die sagen dann, naja, was ist denn? Hat sie Schnupfen nur oder was? Ja, nur Schnupfen. Da brauchen sie ja nicht in die Praxis kommen. Wollen wir ja nicht sehen. Interessiert uns überhaupt nicht. Sobald Fieber ist, wenn sie kommen. Machen wir einen Test, ansonsten nicht. Tja, was soll man sagen dazu? Also du kriegst nicht okay, eine Gesundschrift oder so vom Arzt. Das ist Quatsch, das stellen die einfach nicht mehr aus. Da haben die ja keinen Bock drauf. Die Praxen sind überlaufen mit Rotzennasen und so. Das geht nicht.
Ja, und deswegen haben wir jetzt einfach, es liegt im eigenen Ermessen der Eltern denn tatsächlich. Also sollst du einen Arzt konsultieren, sollst einmal anrufen, der soll sagen, nee, danke, wollen wir nicht, und das war's. Und dann kannst du das Kind wieder in die Schule schicken. Auch wenn da ängstliche Eltern sitzen, die dann so bibbern und oh, man weiß ja nicht und ah, ich will ja nicht, dass meine Tochter krank wird. Oder so. Aber ey, Gesellschaft bedeutet ja nun mal auch, dass du auch ein bisschen dich ansteckst, dass Kinder sich voneinander anstecken, ist auch normal und ist vielleicht gar nicht so schlecht für das Immunsystem, mit ein bisschen zu stärken. Also ich meine, insofern, wenn du, wie gesagt, alles immer in einer Glasglocke, in einer Kapsel großziehst, dann kommt da nur noch krüppelige Zeug bei raus irgendwann am Ende und dann nicht fortpflanzungsfähig. Das kannst du alles vergessen. Deswegen finde ich das schon ganz gut. Also ein bisschen Dreck fressen, wie man früher gesagt hat, ist doch ja nicht so schlecht, ne? Gut, wie auch immer. Die sind in der Schule, das wollte ich eigentlich nur sagen. Einen Satz wollte ich sagen, 50 sind sie geworden. Und den Korb habe ich und ich weiß nicht, wo ich ihn anbauen soll. Das wollte ich auch noch sagen. Naja, wie auch immer. Also vielleicht eine Peugeot ran, eine kleine, geile Peugeot Klappi. Ja. Genau, das mache ich. Achtung. Naja, gut, okay, alles klar. Jetzt habe ich das Ding angefasst. Einmal angefasst und schon schwarz. Ach, nicht für weiße Hemden. Gut, ich hol's Klappi. An das Peugeot passt das leider nicht ran. Kann man nicht machen. Ist auch nicht so schlimm. Ach so, und ranpassen tut's nicht, weil. Erkläre ich kurz nochmal. Dieses Aufnahme hier, die kommt ja hinter die Vorderradbremse geschraubt, ne? Vorderradbremse hier, diese Zangenbremse, die sitzt dann hier quasi so an der Stelle. Über dieser Aufnahme direkt sitzt der Steuersatz, der die Gabel im Rahmen hält. Der Steuersatz, der die Gabel im Rahmen hält. Völlig Banane. Und der Steuersatz ist ein bisschen breiter als die Gabel, wo da dran geschraubt wird. Insofern stimmt diese Aufnahme hier nicht. Man müsste die Aufnahme quasi, jetzt kommt's, umdrehen. Von unten. Von unten hat man ein bisschen Platz. Von unten den Bogen, ob der Bogen denn so groß sein muss, weiß ich nicht. Man müsste das alles anders formen. Also dieses Teil hier stimmt nicht dafür. Wenn das hier so ein Stück hochgehen würde, dann gleich reinspringen würde und dann nochmal, wäre das okay, so geht's leider nicht. So blockiert's sozusagen den Steuersatz beim Drehen. Kurze Erklärung dazu. Hoffentlich kam es irgendwie, was irgendwie verständlicher. Mein morgendliches Gebabbel ist ja manchmal auch furchtbar. Zu den anderen Kindern mitspielen. Da waren ja die anderen Kinder jetzt schon da, diesmal, ne? Schön. Ja, ist doch super. Da wollte sie sofort mitmachen. Wenn sie sich wohlfühlt. Ja, weil ich echt da. Das war so. Befremdlich. Ja. Kein Lux. Ja. Naja, morgen ist die Einführung eh abgeschlossen. Na, wo ist aber jetzt schon verrotzt? Ja, total. Das sage ich ja schon, aber es sind ja keine Rücksicht. Ach, und dann saß neben mir im Wartezimmer. Oh, ich war nicht verstanden, warum die da so ein kleines Würmchen irgendwie gesondert packen. Das war so ein Frühchen, wirklich winzig klein, wirklich Tommy so. Saß die Mutter da mit dem, so, und so ganz dünn. Und das hatte überall Kabel mit einem Monitor dran und so, das alles, weißt du? Verstehe ich gar nicht, warum die das nicht gesondert schon irgendwo hinsetzen oder so. Das war bestimmt 8 Wochen zu früh oder so sah das aus. Immer ganz frisch geboren. Gottes Willen. Ja, das hat bestimmt so ein Monitor wegen plötzlicher Kindstod oder sowas. Oder vielleicht, keine Ahnung, aber das macht man ja eigentlich ab, aber vielleicht macht die das anders schon. Auf jeden Fall war mir das richtig mulmig, weil wir ja dann auch noch so ein bisschen angerotzt sind, weißt du? Ja. Ich habe mich nicht getraut zu husten. Nee. Habe ich auch nicht gemacht. Habe ich mich echt zusammengerissen. Sky, den Ohren habe ich auch dran gehalten. Gott sei Dank. Das kleine Menschending nur. Ja, das war echt. Ja, hoffen wir mal das Beste, oder? Ja.
Naja, scheint ja erstmal okay zu sein, wenn man das zu Hause hat. Naja. Und Jungen, Anouk? Alle fit? Keine Ahnung. Haben wir keinen Anruf, oder? Ich hab's von hier oben. Ich kann schon einen Anruf. Ja, na, Lune, das kam mir nicht mehr sehr krank vor. Also, die kam mir so wenig so krank vor. Die hat einfach einen Bock. Das Handy. Ja, und hast du einen Kaffee noch? Oder ja, ist in der Kammer irgendwie. Dann bring ich dir deinen mit, weil ich hab meinen auch irgendwie. Total vergessen. Dann trink mal kurz Kaffee, dann muss ich ein bisschen aufräumen. Naja, Günstigstrad machen wir hier raus. Ein Günstigstrad. Alle für. Ups. Hobby? Ja. Was denn? Was hast du denn? Was ist denn? Ist das Panik? Was ist? Also jeder Krieg ist schrecklich. Ja, aber damals ist es ja noch mehr hautnah. Du hast diese Nahkampfwaffen, ja eigentlich nur Schusswaffen, wenig. Ne? Gemetzel und die sind ewige und ach nee. Keine ist Flugzeuge, von denen ausgeschossen wird oder weiß ich was. Das ist ja alles am Boden doch, und so, ganz, ach so, ja, ganz nah. Na, bei denen schon? Das war das Erste Weltkrieg? Mhm. Ist das schon? Das ist ja Roten Baron, Luftkrieg. Ja, aber da war das ja noch nicht so. Doch, das war ganz groß. Ja. Luftkrieg, das war ja. Das war das A und O. Bombenwerfer haben sie mit dem Zeppelin sind sie Bombenwerfer geflogen. Und da haben sie nur gemerkt, oh, ist doch ein bisschen langsam, um zu entkommen. Hoppala, scheiße. Jetzt sind wir da, werfen ab. Aber jetzt kommen wir ja nicht so schnell weg, bis die uns abgeschossen haben. Ja, was bauen wir jetzt als nächstes auf? Oder stellen es raus und checken es mal durch. Ich hol mal ein Rad von hinten zum Durchchecken. So. Darf ich vorstellen, das ist Rüdiger, wurde mir gesagt. Und Rüdiger hat ein kleines Problem. Den müssen wir wieder auf dem Pfad der Erleuchtung führen. Wenn auch oben das Licht brennt, ist manchmal unten aus, sozusagen. Oberstübchen hat noch Licht, aber bei Rüdiger glimmt es nur noch. Was ist da passiert? Ein Interrupt. Seine Synapsen arbeiten nicht mehr so gut und haben sich hier doch spontan getrennt an diesem Kabelausgang, Eingang hier vorne. Da. Und die müssen wir jetzt einfach wieder neu anschließen. Neue Kabelschuhe ran hier und dann da anschließen. Zack. So einfach. Ich denke, das war schon mit Rüdigers Problem. Schon witzig, wie viele Namen den Rädern, also wie viele Leute den Rädern Namen geben. Tommy, du bist der Beste. Das höre ich doch gerne. Auch wenn es nicht stimmt. Aber kommt dem schon sehr nahe. Ja, man ist ja eingebildet, der Fatzke. Na, wie auch immer. Wie auch immer, meist wird es schlimmer. Gucken wir mal, wo ist denn jetzt das Feuer? Feuerzeug. Also abisolieren auf elektrisch, auf korpusisch. Jetzt brauchen wir ein paar Kontakte. Kabelschuhe. Na nur Kabelschuhe sind auch nicht mehr da. Nicht mehr da oder was? Kabelschuhe muss ich bestellen, Tommy, merk dir Kabelschuhe. Hast du keine Krimpzange? Hab ich. Tatsächlich habe ich eine Krimpzange. Aber Gewohnheit. Ah, leuchtet. Wunderbar. Und wir haben ihn auf den Pfad der Erleuchtung zurückgebracht. Der Rüdiger. Wundervoll. Es lichtet. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen angeflammt. Ja,
Jetzt waschen wir hier noch die Maske hier ein bisschen aus, weil hier ist der ganze Dreck, der hier drin ist. Der sorgt dafür, dass es natürlich undicht wird an der Stelle. Und genau da muss es dicht sein, damit kein Wasser reinkommt. Das wasche ich jetzt noch ein bisschen aus und dann ist es schick und kommt wieder ran. Ist ja nicht so, dass die hermetisch wasserdicht sind, die Dinger, aber die haben schon so ein bisschen so eine Funktion. Ne? Und ich meine, wenn man das mit ein bisschen Pflege erhalten kann oder verlängern kann, die Lebensdauer von so einem Teil, dann ist das ja nicht verkehrt. Ne? Umwelt hin, Umwelt her, man muss auch ein bisschen ans Geld sparen denken. Das ist nämlich dann auch ein Aspekt. Ja, tada! Und sauber ist es auch und sieht besser aus. Das war der Auftrag für heute. Rüdiger hat Erleuchtung bekommen, gefunden, bekommen, wurde erleuchtet und damit schalte ich ab. Entschuldigung, ja. Kann ich euch dein Fahrrad aufpumpen? Ja, komm an. Pumpe steht auf der Treppe. Einfach nehmen. Immer wegen ihm aufkommen würde. Jetzt aber auch genug, denn irgendwann. Jetzt. Tada. Tada. Mitkommen. So. Der gute Cruiser Neuaufbau. Bitte. Schön eingestaubt hier, wir sind die letzte Mal abgefahren, Müggelberge, Lohe. Hast du mal was gesehen? Mein Kleinet. Das zarte Rad hier, endlich mal was gesehen, nicht nur Stadt. Noch mal ein bisschen Land. Arbeitet. Ein bisschen geputzt, ein bisschen gepflegt. Jetzt muss auch noch den Nachstellen hier, den Steuersatz, weil der ist ziemlich. So, oh, next. Das heißt next. Nächste Ding können wir auch überarbeiten. Aufgabe für Achim. Falls er wiederkommt. Duomatik zerlegen, fetten, warten, was auch immer. Single Speed Billigaufbau. Ich guck mal, was man aus dem Schrott, absoluten Schrotthaufen rausholen kann. Ich muss mal irgendwie so eine Videos wieder machen, so ein bisschen. Zeig euch gleich. Der Albtraum eines jeden Fahrradhändlers. Hollandrad. Ist ja real. Steht hier. Schlicht und ergreifend, ich muss was draus machen. Sonst kriegt die Krise. Wenn hier rumsteht. Die Frage ist, was kann ich da draußen noch machen? White House! Ha! Ein Original White House Hollandrad! Ich muss das verarbeiten, sonst
wie gesagt, wird mir ganz doll schlecht auch. Und hier ist jetzt ein Rad, wo er komplett alles weg kann. Ich fange mal an. Also es wird auseinandergebaut, komplett. Stimmt noch ein bisschen. Voll ihr Dröhnungsraum. Geil, painted black, oder purple, oder geil. Ja, ist was ist das denn? Alter. Hä? Guck mal, ach so, das ist was. Besenstiel, Mann. Farbe. Geil, black. Da fehlt natürlich ein bisschen was. Auf der Hälfte ist es alle hier. Keine Ahnung, warum. So, scheiße. Ne? Da ist so, das ist Rostschutzfarbe. Ja, ist da hier, guck da. Ja, dann verstehe ich natürlich. 4-in-1. Rust Protection Paint. Oh, was habe ich denn hier für einen Schlitz? Was hältst du von der LX-Narbe? Ja, die sind gut. Hab ich ja bei mir auch verbaut. Ihr habt ja meinen Steppenwolf. Aha. Oh, ärgert mich das, ey. Ich hätte ihn gerne heute fertig gehabt, ey. Ja, also eigentlich gibt's ihn nicht noch bei Lacke, bei Lemke gibt's nicht, ne? Wie gesagt, ganz billig, mit ganz einfachen Mitteln, wird lackiert, hier macht Titan, kriegen wir schon hin. Pedale habe ich gerade geschenkt bekommen, übrigens, ja, also geschenkt nicht, im Austausch, statt Geld für einen Austausch zu nehmen, habe ich jetzt die Pedalen übernommen, die vorher dran waren, Plattformpedalen, okay, passen vielleicht sogar ganz geil jetzt zu dem Projekt. Aber da mache ich halt so was. Ich mache immer was für euch und wenn es für euch ist, für mich natürlich eigentlich. Ich sage immer, ich mache das für euch, aber ich immer gesagt, natürlich für mich. Ich mache es ja gerne. Zack, die Pedalen. Zack. Also das war's für heute. Das sieht bestimmt hammergeil aus, das Rad. Wenn er wieder dran steht, so 350 Euro. Wieso so teuer? Weil die Arbeit drin steckt. Junge. Ich freue mich schon. Gut, ich gehe noch. Doch so lange noch. Oh Mann, so viel Zeit.
So viel zum Wegschneiden wieder. Lag wohl an dem Projekt. Also das Projekt haben wir angefangen. Wie alle möglichen Projekte hier werden sie angefangen und hoffentlich auch fertiggestellt. Denn ich freue mich schon drauf. Das wird wahrscheinlich echt ein schicker Trad werden. Also wisst ihr nicht, was dem entgegensteht. Lenker habe ich da. Bremshebel machen wir eine ganz einfache Bremse auf. Wa? Ganz simpel. Sora-Bremshebel. Wieso? Ja. Laufräder Rohrig. Laufräder Rohrig. Hinterrad mit Rücktrittbremse. Ja, klar, logisch. Vorne eh noch so. Das wird schon cool. Wird cool, wird cool. Wird richtig geil. Schöne Teil. Ja, hoffen wir mal besser. Wenn ich das als Leihrad mache, dann muss ich allerdings dickere Reifen aufziehen. Kann ich nicht die dünnen nehmen. Ah, werden wir sehen. Wir werden sehen. Kriegen wir hin. Also erstmal, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Sagte Tommy. Schlaft gut.